Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Bei Cinemanuel bzw. anderen YouTubern ist es ja momentan voll im Trend, gemeinsam mit dem Publikum eine Blu-ray-Shopping-Tour zu machen. Und wir machen das ein bisschen anders. Also, ich nehme euch mit auf meine Shopping-Tour, aber mehr oder weniger in der erzählten Form. Nein, ich laufe nicht mit der Kamera durch den Mediamarkt, vor allem, weil ich keine mitgehabt habe. Aber ich war jetzt auf Urlaub und habe in Klagenfurt die City-Arkaden unsicher gemacht. Das ist dort ein relativ großes, relativ cooles Einkaufszentrum, bei dem es für mich drei interessante Dinge gibt, wie man sieht. Also, die ganzen Fetzengeschäfte interessieren mich weniger, aber es gibt einen Kabarett Shop, der war, also Kabarett-Shop, ja, es ist ein GameStop, wo ich immer nur kurz reingehe und mich wirklich köstlich darüber amüsieren kann, was die für gebrauchte Spiele verlangen, die einen Stock höher beim Mediamarkt die Hälfte kosten. Ah, es ist immer wieder geil. Dann gibt es dort einen Müller und dann gibt es dort einen Mediamarkt. Und der Mediamarkt war in diesem Fall ganz besonders spannend, weil den Mediamarkt in den City-Arkaden in Klagenfurt sperren sie zu, sprich, sie hatten dort Hammer-Aktionen. Aber meine Blu-ray-Shopping-Tour geht so los, wie sie für mich war, und zwar beim Müller. Dort schaue ich eben immer wieder gerne vorbei, weil ich suche nach diesen 3 für 2 Aktionen, beziehungsweise eben bei den Blu-rays die 2 für 15 Aktionen habe. In diesem Fall auch gleich einmal zugeschlagen bei diesen Teilen. Und zwar habe ich, der erste Titel übrigens, auf den ich aufmerksam geworden bin, wie ich da durch dieses 2 für 15 Regal geschaut habe, war El Camino, der Breaking Bad Film, quasi der Epilog von Jesse Pinkman. Auf den habe ich Ewigkeiten gewartet. Ich weiß, es ist nicht die Steelbook-Version, ich habe in dem Fall freiwillig auf das Steelbook verzichtet, wenn die Blu-ray eh nur 7,50 kostet. Außerdem, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist das nicht so ein grausliches Steelbook, was überhaupt kein Design auf dem Spine hat. Außerdem sah ich dann dort noch einen weiteren Titel, der für mich interessant war, weil ich ja eben auch tatsächlich ganz gerne Krimis, Thriller, Mystery Thriller und ähnliches mag, habe ich mir hier auch den Film Run zugelegt von den Machern von Searching. Muss ich sagen, es war eigentlich das erste Mal, dass ich von dem Film erfahren habe, aber Searching war tatsächlich ein unglaublich interessanter und unglaublich kreativer Thriller, der mich wirklich positiv überrascht hat. Außerdem habe ich natürlich zuschlagen müssen. Ich habe bei diesem Film wirklich nur darauf gewartet, dass ich den einmal billiger bekomme. Nämlich Antebellum habe ich einerseits im Art of Horror Magazin davon gehört. Natürlich auch an zahlreichen anderen Stellen. Liebe Leute von Leonine, geht's euch eigentlich noch gut? Ich meine, ich habe mir jetzt gerade gedacht, vielleicht ist das bei Run irgendwie eine Ausnahme, aber was soll der Scheiß? Wir leben im 21. Jahrhundert. Das ist das Zeitalter der Wendecover, gell? Nur, dass uns das einmal bewusst ist. Soll ich den Wendecover-Song noch einmal vorspielen? Und habe dann mir noch gegönnt, als großer Jackie Chan-Fan, habe ich da natürlich nicht dran vorbeigehen können, den neuen Vanguard Elite Special Force, wo unter anderem Jackie Chan eben auch dabei ist. Ich nehme jetzt einmal an, das ist nicht unbedingt einer seiner grandiosesten cinematografischen Ergüsse sein wird. Ich nehme an, diese Zeit ist schon recht lang vorbei, aber Jackie Chan ist halt für mich einfach ein wirklich cooler Action-Darsteller, den ich einfach immer wahnsinnig gern sehe, selbst wenn er in einem Film jetzt nicht so viel zum Tun hat oder wenn der Film selbst bestenfalls durchschnittlich ist, dann gönne ich mir das. Das ist jetzt mehr oder weniger meine Ausbeute von der 2 für 15 Aktion von Müller, wobei ich dazu sagen muss, diese Aktion war grundsätzlich, also diese Ausbeute war grundsätzlich noch etwas höher, aber ich habe halt eben gleich einmal beim Müller eingekauft und nicht zuerst zum Mediamarkt geschaut, denn es war natürlich auch der zweite Film, der mich sofort zu dieser Aktion gebracht hat, also wirklich die ersten zwei, die ich in der Hand gehabt habe und gesagt habe, okay, passt,
Die müssen einmal mit, die anderen habe ich eben erst später entdeckt, waren der Breaking Bad Film und war Jojo Rabbit, auf den warte ich schon so lang. Und ich habe eben mich bei Müller noch ein bisschen geärgert, na geh, ich hätte natürlich schon lieber die 4K Blu-ray gehabt, aber was soll ich machen, die gibt's überall um 25 Euro, die zahle ich einfach nicht für eine Plastikhülle und wurscht, nehme ich mal halt um 57 die normale Blu-ray mit und habe dann als Ausweichfilm, damit ich eben die dritten zwei für 15 noch vollkrieg, auch noch den Underwater mitgenommen. Laufe einen Stock nach oben, komme dann an beim Saturn, also Mediamarkt heißt er ja jetzt, und sehe, dass es dort Underwater um quasi dann denselben Preis gibt, weil er hätte dann 15 gekostet und das sind dann ja quasi auch die 57. Und es gibt Jojo Rabbit auch in einer größeren Aktion. Denn, und jetzt kommen wir zu der lustigen Aktion, die es beim Mediamarkt gab. Einerseits waren alle Blu-rays von Disney bzw. 20th Century Fox, das hätte man mir nicht sagen müssen, dass das was Unterschied, also dass das das gleiche ist, um 50% reduziert. Alle Blu-rays eben von Fox und Disney, ich habe in dem Fall 4 Stück von Fox mitgenommen, waren dann reduziert um die Hälfte, was natürlich bedeutet, aus den 24,99 von Jojo Rabbit für die 4K Blu-ray wurden dann einfach einmal 12,50. Also habe ich mich relativ drüber geärgert, dass ich vorher um 5 Euro weniger die Standard Blu-ray geholt habe, habe mir aber gedacht, schauen wir mal, vielleicht sind die Leute beim Müller kulant und nett, bin eben mit diesen beiden Filmen noch einmal runtergegangen, hab sie gefragt, ob das möglich ist, dass man eben diese beiden noch einmal umtauschen und zurückgeben kann, und die waren sehr, sehr nett und haben mir tatsächlich, weil es eben erst ein Kauf vor wenigen Minuten war, sogar das Geld direkt zurückgegeben und nicht irgendeinen Gutschein. Hätte ich aber im Fall auch genommen, weil wie gesagt, Müllers gibt es in Wien auch und ich werde sicher irgendwann einmal wieder dort landen. Aber großen Dank an das Müller-Team in Klagenfurt. Damit habe ich dann halt eben noch einmal ein paar Euronen aufgezahlt und habe Jojo Rabbit in der 4K-Version bekommen um 12,50 und Underwater ist der einzige, ich meine, ich muss sagen, ich habe mich jetzt dann nicht mehr extra aufgeregt, aber bei Underwater klebte quasi der Sticker drauf mit 14,99. An der Kasse waren es dann 15,99 im Computer, die mir dann reduziert wurden auf 8 Euro. Also, ja, waren 50 Cent mehr als beim Müller. Aber bei alledem, was ich da jetzt noch in Kürze erzählen werde, war es mir wirklich, glaube ich, habe ich gut genug gespart. Underwater eben gegönnt. Außerdem habe ich entdeckt, es gab einen neuen Animationsfilm von den Blue Sky Studios. Und zwar den Film Spione Undercover, von dem ich eigentlich bis dato nichts wusste. War eben um 11 Euro, 10,99 hier beim Mediamarkt im Angebot. Habe ich mir dann geholt um 5,50, was finde ich für so eine Plastik-Blu-ray eine relativ coole Sache ist. Hoffe natürlich auch, dass es hier ein Wendecover gibt. Und ja, ich finde ganz ehrlich, ich mag klaustrophobische Thriller, weswegen eben sowas wie Underwater oder The Descent oder eben generell solche Sachen. Oder ich hasse diese fucking Echo-Cases. Die sind so scheiße, dass es da teilweise kaum mehr möglich ist, dieses Einlageblatt reinzuschieben, wenn da lauter Löcher drinnen sind. Ist deppert, das schaut aus wie die Motorhaube von Sledgehammer. Aber dann habe ich mir einen Film übrigens, den ich überhaupt nicht auf meiner Liste hatte, aber Dave Bautista ist natürlich cool und Kumail Nanjiani ist ebenfalls super. Wie heißt's? Jetzt fällt's mir natürlich nicht ein, wie die zwei gemeinsam heißen. Sie erobern White Castle, beziehungsweise sie flüchten von Harold and Kumar. Genau, Harold and Kumar. Außerdem ist Iko Uwe ist auch noch dabei. Also, cooler Cast, ehrlich gesagt. Aber aufmerksam wurde ich eben auf den Film, weil übrigens das österreichische Zwangs-Pay-TV
ORF hat um 20.15 Uhr nur eine zensierte Version von diesem Film gezeigt, was ich generell eigentlich katastrophal finde, wenn sie Filme, die ab 12 freigegeben sind, in der quasi ab 12 gültigen Sendezeit dann auch noch kastrieren. Natürlich, einmal muss man einfahren und muss eine zerdellte Hülle haben. Das ist natürlich eben das Problem, wenn man im stationären Handel einkauft und zwar nicht dort, wo man wohnt, weil mit dem Umtauschen wird es jetzt natürlich ein bisschen schwer. Aber wie gesagt, ich rechne es trotzdem weiterhin auf das, was ich sonst noch habe, eben zum Beispiel den zweiten Teil der Dark Pictures Anthology, nämlich Little Hope. Das war relativ interessant, weil ich habe mir diesen Titel geholt, habe mir aber Man of Medan, den ersten Teil, nicht geholt. Ich mag die Spiele von Supermassive Games ziemlich gern. Großer Fan von Until Dawn. Ich mag auch VR-Spiele recht gern und das klingt nach einem ziemlich coolen Konzept. Hab mir den ersten Teil nicht geholt in der Aktion. Gut, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob es den dort noch gegeben hätte, weil ich gar nicht danach gesucht habe, weil ich mir einfach so sicher war, dass ich ihn schon habe. Hab dann aber festgestellt, dass ich keinen, also den Man of Medan noch gar nicht habe. Das ist jetzt mein erster, aber den Man of Medan wird man auch noch einmal finden. Aber kommen wir mal zu den besseren Games-Schnäppchen. Respektive der Fallout 4 Game of the Year Edition. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe damals, wie ich noch bei DVD-Forum gearbeitet war, habe ich tatsächlich direkt zum Verkaufsstart von Fallout 4 die Amazon-exklusive Steelbook-Edition davon bekommen. Das heißt, das Spiel habe ich schon. Ich habe das Spiel auch schon auf Disc und ich hatte, genauso wie ich mir bei Fallout 3 dann irgendwann einmal die Goatee zugelegt habe, glücklicherweise auf Disc, weil das mit dem Store ist ja alles jetzt nicht mehr ganz so sicher. Und wollte irgendwann einmal die DLCs haben und haben mir gedacht, ja passt, wenn die irgendwann einmal um 15 Euro oder sonst irgendwas im PlayStation Store im Angebot ist, dieser Season Pass, dann schlage ich zu. War er aber nie. Ich glaube 20 war irgendwie das Billigste, was jemals ausgerufen wurde und ich dachte mir, nein, das geht besser, da kann man drunter gehen. Und ich hätte aber nicht gedacht, wie weit man da drunter gehen kann. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler war im Mediamarkt-System, denn Little Hope und Fallout 4 waren beide angeschrieben für 19,99, sprich ich habe hierfür 19,99 bezahlt, also quasi minus 30% auf alle PlayStation-Spiele waren ja auch noch, das heißt ich habe 13,99 bezahlt, aber bei Fallout 4 waren dann in der Kasse plötzlich nicht 19,99, sondern 13,99, was dann bedeutet hat, dass davon noch einmal 30% abgezogen wurden und mich alle DLCs in der Fallout 4 Game of the Year Edition 9,79 gekostet haben. Ein Preis, den definitiv der PlayStation Store niemals auch nur ansatzweise erreichen wird. Was ich eben cool finde, weil leider, wie es bei der PlayStation immer öfter üblich ist, nur das Hauptspiel auf der Disc drauf ist und die DLCs nur auf einem Zettel, das heißt gebraucht kaufen, kann man sich in dem Fall sparen. Anders, das war früher noch geil, wie es eben zum Beispiel dann bei Borderlands 2 einfach die Game of the Year Edition mit zwei Discs gegeben hat. Eben eine mit dem Spiel und eine noch einmal mit den ganzen DLCs. Aber auch recht witzig übrigens ist das Spiel Dreams. Eines, wo ich mir gedacht habe, ja, das kann man sich auch irgendwann einmal zulegen. Ich liebe Little Big Planet, finde es absolut genial, was Media Molecule da geschaffen hat. Und dachte mir, kann man sich Dreams auch irgendwann einmal gönnen, war aber halt eben nicht bereit, 40 Euro oder so zu bezahlen, was da halt der Rufpreis momentan ist. Aber beim Mediamarkt in Klagenfurt landete es aus welchem Grund auch immer in der Wühlkiste und hatte 7 Euro draufkleben. Gut, an der Kasse wurde dann tatsächlich eben 39,99 ausgerufen, hat aber die nette Dame dann sofort quasi zum Computer gebracht, hat den Preis manuell auf 7 Euro reduziert, aber nachdem es minus 30% auf alle PlayStation-Spiele gab, kostete mich mein Exemplar von Dreams 4
1,90 €. Das ist, finde ich, tatsächlich ein relativ cooler Preis. Und damit bin ich ehrlich gesagt mit meiner Ausbeute hier sehr, sehr zufrieden. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was eurer Meinung nach das geilste Schnäppchen war. Für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es, glaube ich, immer noch Fallout. Aber ein cooles, eine coole Shopping-Tour, die ich da hingelegt habe. Und sag ich euch auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet das irgendwie ansatzweise erträglich.